also gibt's nichts zu tun auf Aridia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet and Clank. Ich würde ja jetzt gerne hier im G34-Nebel direkt weitermachen, allerdings ist es erforderlich, in der Kanalisation von Rilgar nach einem Dietrich zu suchen. Darum müssen wir erst einmal hier nach Rilgar. Auf dafür dann. Rilgar können auch an einem Hoverboard-Rennen teilnehmen, wie uns in der letzten Folge so schön in einem Holobot demonstriert wurde. Ich bin gespannt, das ist bestimmt total witzig. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass wir einen kleinen Amöboiden-Ausbruch verzeichnen. Unsere Sicherheitsteams arbeiten hart daran, diese Kreaturen zu beseitigen. Doch zuerst müssen sie aufwachen, waschen, Zähne putzen und hierher fahren. Das ganze Prozedere. Bis sie also ankommen, setzt das Rennen aus. Bleibt bitte in euren Häusern, während wir die Krise bewältigen. Vielen Dank. Okay, müssen wir also erst Krise bewältigen? Amöboiden. Ich will mein neues McMarks Hoverboard ausprobieren. Drei Stück, okay. Schmelzgranate kann ein bisschen besser werden. Was ist das? Einschlagschaden, natürlich. Noch mehr Einschlagschaden, sehr cool. Und dann erhöhen wir noch den Wirkungsbereich einmal um 10%. Zack. Passt schon. Gut, stärkere Schmelzgranaten aktiviert. Okay, wie kommen wir denn hier von A nach B? Aber wir müssen Amöboiden vernichten. Oh, da, jetzt verstehe ich, wie wir rüberkommen. Hui, ja. Ups. Zack. Und weiter. Ab in ein Kanalisationsrohr. Und wir müssen die Kanalisation durchsuchen. Aber wir nehmen diesen hier. Der Brenner, der geht doch besser. Zumal die Munition nicht ganz so aufwendig ist. Auf. Zack. Der Hydro-Beamer. Ach, verflucht, vielleicht hätte man den Fisch zuerst kaputt machen sollen. Egal, weiter geht's. Sieht hier so viel. So. Zack. So rein, was raus. Gibt's hier keinen Fisch? Komisch. Okay, wie kommen wir hier jetzt raus? So nicht. Da ist er reingekommen. Auch nicht. Nochmal zurück und wieder Wasser reinpumpen, ne? Kann nicht so schlimm sein. Ich hab dich gesehen. Oh, davon werden ja aber wieder mehr. Das ist ja die. Alter, der explodiert, wenn ich dagegen haue. Verflucht! Ist ja Controller, Alter. So ein Scheiß. Da. Ja. Gott sei Dank habe ich zwei. So, weiter geht's. Ja, sowas auch.
Sowas nenne ich mal miserable Vorbereitung. Wasserpumpen aktiviert. Okay. Vermutlich sollten wir jetzt weglaufen. Tun wir das schon. Amöboiden. Okay, wo müssen wir weiter? Rechts. Ratchet, wir müssen weiter. Ich versuch's ja, Kumpel. Ah, sind wir rechtzeitig? Was versteckt weiter? So sehr es sich auch beruhigt. Oh je, das war zu langsam. Wasserpumpen aktiviert. Lauf schneller. Vermutlich sollten wir jetzt weglaufen. Ist doch nicht gut. Lauf mal an den vorbei. Schön daneben gesprungen. Geh weg. Oh je, scheiße, dagegen geschwommen. Nein, das wird wieder nix. Warum wird die zu langsam? Ratchet war klar, dass er zum Atmen auftauchen musste. Ja, natürlich ist das klar, aber das ist so ein weiter Weg. Wasserpumpen aktiviert. Oh je. Vermutlich sollten wir jetzt weglaufen. So, der Anfang lief schon mal deutlich besser. So, was ist jetzt mit hier? Bam. Aua. Egal. Weiter. Nein! Gegen Amöben gelaufen. Das ist so langsam, wenn er schwimmen muss. So ein Dreck. Sind wir wieder hier? Ah, keine Luft mehr gekriegt. Shit. Los. Ah, das reicht wieder nicht. Dreck. Okay. Gibt's hier einen anderen Weg? Einfach nach oben ist nicht. Alles gut. Naja, müssen wir hier durch. Vermutlich sollten wir jetzt weglaufen. Weißt du, wie man ausgelöscht wird? Ich bin sogar möchte die erste Lektion erteilen. Das sind die Momente, für die Mr. Zucker lebt. Hallo, dumme Aliens. Das ist der Zucker, ist klasse. So, das sieht gut aus im Moment. Oh, deutlich weiter als sonst die Male. Los. Das muss doch machbar sein. Ist es bestimmt auch.
und auf ein neues. Oh yeah. Vermutlich sollten wir jetzt weglaufen. Müsste Zukunft ihn vernichten. Ein kleiner, zwei kleine, erledigte Aliens. Vier kleine, fünf kleine, erledigte Aliens. Okay, Anfang läuft. Oh je, das Wasser steigt an. Der Tod ist zu dumm für Mr. Zucker. Oh, weiter, weiter, weiter und jetzt runter. Schon mal wieder auftauchen? Ja, das ist die beste Chance bisher. Nein, komm schon, los, 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 los. Das war knapp. Erinnerst du dich an Mr. Zulkorn? Ja, tue ich. Oh, tauchst du jetzt auf? Nein! Da lang. Hier sieht es nach Ärger aus. Halten wir die Augen offen, Clank. Hey, wer bist du denn? Psst. Hey, Meister. Hast du ein paar dieser Rida-Holokarten? Was ist eine Rida? Bloß die stärkste Superwaffe in der Galaxie, Meister. Steht für Reiß in dir auf. Tja, die Gadgetron-Leute wussten nämlich, dass man die Pläne nicht an einem Ort verwahren sollte. Also haben sie aufgeteilt und auf ein paar Holokarten gedruckt. Meine Partner und ich hätten wirklich furchtbar gern diese Holokarten und damit den kompletten Plan. Und lass mich raten, besorgen wir dir alle Holokarten, baust du uns die Waffe? Das ist korrekt, mein emsiger Freund. Hier, nimm diesen Dietrich. Er wird dir die Beschaffung der besagten Ware ein bisschen vereinfachen. Ganz schon großer Dietrich. Okay, aber wo setze ich den Dietrich jetzt an? Ah, das sind die Stellen für den Dietrich, okay. Der Dietrich kann Energieschlösser kurz schließen. Ausgewählten Steuerring drehen, um Laser auf den Energieanschluss zu richten. Erkannter Anschluss aktiviert. Weiter zum nächsten Steuerring. Letzten Anschluss mit verbleibendem Laser aktivieren. Ah, so funktioniert das. Okidoki. Zack. Wieder Holokarte oder so. Du hast eine. Such dir noch mehr. Reise zu anderen Planeten und so. Holokarten sind überall. Overboard Park. Warum komme ich denn da jetzt nicht hin? An dem Hoverboard-Rennen teilnehmen. Ja, möchte ich eigentlich ganz gerne. Und wie tut man das? Das ist Gadgetron. Zum Rida-Händler. Okay, zum Rida-Händler will ich nicht. Ich will zum Hoverboard rennen. Wie komme ich da hin? So, offenbar nicht. Zack, Riederhändler, nein. Hui. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesem Hoverboard Park komme. Hier bin ich doch nur wieder in einer Kanalisation, oder nicht?
Fahren wir nochmal zum Healer-Händler zurück. Hey, da vorne gibt es noch ein anderes Taxi. Okay, warum komme ich da jetzt hier nicht durch? Der Schalter ist auf der anderen Seite, aber wie komme ich da hin? Willst du Geschäfte machen? Nein, eigentlich würde ich gerne mit dem Hoverboard fahren. Das ist doch auch nicht richtig, oder? Hier kam ich her. Fahr mich wieder hoch. Wie läuft's, Kumpel? Nicht so, wie ich gerne hätte. Das funktioniert nicht, ne? Möp. Kommt man da irgendwie außen rum rein? So, von hier? Ist hier keine Dings-Schwingdinger? Nein. So, das wäre der direkte Weg, aber der direkte Weg geht ja nicht. Hey, Sportsfreund! Was hast du für mich? Da muss das doch irgendwie durchgehen, oder? Was passiert denn, wenn ich dem eine Riederkarte gebe? Ich kann dir die Waffe nicht bauen, bevor du mir alle Rieder-Holokarten gebracht hast. Willst du Geschäfte machen? Nein, möchte ich nicht. Psst. Einmal umgucken hier unten nochmal. Ups, 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 ups. Ups, viel knapper hätte das auch nicht sein können. Ich weiß nicht, wie ich zum Hoverboard reinkomme. Okay. Na, oh. Durch, drüber da, genau. So. Na gut. Vielleicht muss man das auch einfach ein andermal machen. Wir haben jetzt zumindest den Dietrich. Und können mit diesem Dietrich. Diese komische Anlage dafür infiltrieren auf dem Nebelplaneten. Zack. Jetzt weiß ich, wie ich zum Hoverboard reinkomme, vielleicht. Möglicherweise.
es doch nochmal versuchen. Alle unbefugten Organismen ergreifen und beseitigen. Lagerähnlicher Organismus entdeckt. Beseitigen. Aua! Ups, ich habe irgendwie nicht so doll aufgepasst hier. Ah, alle Schrauben mitnehmen. Explosionsdinger. Oh, ein Stufenausstieg für den Brenner. Mehr Schaden. Hey, eine Brücke. Oh, Mr. Zuckern ist aufgestiegen, macht mehr Schaden. Das ist ja praktisch. Hier lang. Ja, ich habe ja noch mehr Waffen, das ist ja kein Thema. Oh. Wo soll der Brenner her, wenn sonst nichts da ist? So. Jetzt Schrauben einsammeln. Das macht Puff. Warum hat das hier nicht funktioniert? Jetzt. Hallo, Munition. Achtung, Einwohner von Blackwater City. Statt eines Sicherheitsteams haben wir einen ganzen Schwung Ex-Thermabots in die Stadt entsandt. Ups. Und dazu noch ein paar Automatikpanzer, damit es schneller geht. Die bot-interne KI unterscheidet nicht zwischen Eindringlingen und Einwohnern. Also bleibt zwischen. Ups. Lass. Nein, es ist einfach zu weit. Plum. Schöner großer Fisch. Ach, das ist auch so ein Ding. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber das Zeug ist sehr schön. Brenner. Wo ist der Brenner? Da ist der Brenner. Mehr habe ich leider nicht. Schade. Ah, okay. Reicht schon. Wo ist mein Mr. Zuckern? Yeah.
Noch ein Stufenaufstieg, sehr schön. Munition. Da scheint es weiterzugehen. Cool. Okay, da geht's irgendwie hoch. Aber hier sind noch Kisten. Mr. Zuckern ist gelangweilt. Oh, armer Mr. Zuckern. Okay, wo ist eigentlich mein Ziel? Und muss ich irgendwo durch? Ja, muss ich rein. Wie geht denn das da rein? Ah, hier ist ein Schalter. Cool. So, ich weiß nicht, was ich getan habe. Ups, mitten durchgerannt. Das ist vielleicht eher suboptimal, oder? Okay, und wo geht das jetzt weiter? Da. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert hier. Eine neue Karte gesammelt. Der Zuckern ist klasse. Oh je, keine Munition. Ups. Oh, diesmal kein. Na gut. Zuckern hat vor, das zu korrigieren.
bist noch nicht erledigt. Mr. Zulkorn hat vor, das zu korrigieren. Ah, Schwabbeldinger. Okay, und nun haben wir wieder mit dem Panzer zu tun. Noch ein bisschen. Das waren wohl alle. Hoffentlich geht das Rennen jetzt weiter. Die Dinger noch mal einsammeln. Schabup. Na, bestimmt rechts rein. Genau. Död. Wegen des Rennens? Jupp. Allerdings. Enthusiasmus gefällt mir. Okay, nur herein. Das erste Rennen beginnt in ein paar Minuten. Was, so lange müssen wir noch warten? Das ist mein Bronze, ne? Wie funktioniert denn das? Beschleunigen. Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Ja, Dritter. Mal gucken, was soll ich? Da seine Schubanzeige voll war, aktivierte Ratchet das Nitro-System des Hoverboards. Nitro-System? Scheiße, daneben gefahren. Okay. Raste der Lombax von der Strecke. Zum Glück brachte ihn das Teleportationssystem zurück ins Geschehen. Nein! Ja, was soll ich denn machen? Ich hab doch überhaupt keinen Plan. Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Nein. Ja. Nein, doch, natürlich. Stimmt. Achso, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Das Zugfeld hat ihm echt einen Schub verpasst. Entschuldigung. Wie springe ich denn? Ah, auf X. Ja. Boost, ganz miese Stelle. Oh, ich habe die Tricks verpasst, scheiße. Aber ich habe gewonnen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gewonnen. Sehr gut, du bist der erste Lombax, der hier je gewonnen hat. Du kannst jederzeit wiederkommen. Hier kann man immer coole Preise abstauben. Der Vorteil, wenn Gadgetron der Sponsor ist. Okay. Gut.
Das war ja fürs Erste schon mal ein ziemlich cooles Hoverboard drin. Das machen wir später bestimmt nochmal. Erstmal werden wir diese Folge zu Ende bringen. Tolle Taxiautos. Zack. So, ich sag mal schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich dieses Mal tatsächlich auch in den Nebel hinein können. Bis dann. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ciao.